Jo Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Fortnite Rette die Welt. Ja, wir machen jetzt hier eine Runde Bekämpfe den Sturm. So, und wir machen jetzt auch erstmal ein wenig was an meiner täglichen Aufgabe. Und zwar Radartürme muss ich bauen. Und das sollten wir eigentlich hinkriegen. Falls wir hier überhaupt welche finden. Ich hoffe aber mal schon. So, wir machen erstmal hier diese Höhlenblatt, würde ich sagen. Und das Nebelmonster dort. Denn ich brauche ja die Nebelmonster-Kills für eine Aufgabe noch. So, 25 haben wir und weitere 25 Nebelmonster-Kills fehlen uns noch, um den Auftrag abzuschließen. Gut. Was haben wir denn hier? Haben wir hier vielleicht ein paar Gesteinsarten, die ich gebrauchen könnte? Das bauen wir hier einfach mal ab. So. Sehr schön. Quarz kann ich immer gebrauchen, genauso wie Kohle. Also wir laufen einfach mal so am Rand der Map hier entlang. Sehr gut, da hat einer verlassen. Aber nun gut, den Auftrag sollten wir schon hinkriegen. Zur Not baue ich halt einfach viele Fallen. Ja, hier haben wir doch noch mal ein paar schöne Sachen zum Abbauen. So, kommt alle ran hier. An den Speck. Halt. So. Sehr gut. Hier bekommen wir nochmal Quarz raus. Obwohl ich mittlerweile, glaube ich, 600 Quarz oder so habe. Man kann einfach niemals genug davon haben. Denn für manche Sachen brauchst du recht viel Quarz. Ich glaube, für Fallen war das. Brauchtest du Quarz? Oder für Waffen? Genau weiß ich es gerade gar nicht mehr. Oder für beides. So, etwas Silbererz geht immer. Malachit wäre zwar etwas besser, aber nun gut. Kann man halt leider nichts machen. Dankeschön. Wie geht's, meine kleinen Höhlen? Ich glaube, euch geht's gut, oder? Okay, hier haben wir ein Lager. Das können wir direkt mal zerstören, würde ich sagen. So, ja damit. Sollten wir schnell und easy hinkriegen. Wie ich einfach diese Shotgun feier, die ist so geil. So, einfache Ranke und ein paar Planken und sowas haben wir dann nur bekommen. Schade. Wir müssen mal schauen nach einem etwas größeren Lager. Denn da könnten wir natürlich auch besseres Zeug bekommen. Prozent der Karte wurden aufgedeckt. Okay. Haben wir hier irgendwo so einen Turm? Davon wäre ein Lager. Das könnten wir direkt mal noch machen. Lass uns mal dorthin. So, erstmal kurz hier plündern. So. Haben wir hier noch was? Ja, etwas Munition. So, Munition nehme ich natürlich immer gerne mit. Vor allem, wenn sie kostenlos ist. Wenn ich sie nicht herstellen muss noch. Okay, die anderen haben schon mal das Blutle und sowas eingelegt. Anscheinend. Oder? Nein, nein. Die haben den Atlas noch nicht mal platziert. Die haben nur den Ort bis jetzt entdeckt. Okay. Also, wir machen das Lager hier. Weg mit dir, mein kleiner Gnom. Hier fehlt irgendjemand.
den wir noch erledigen müssen. Hallo? Ist hier irgendwo eine kleine einsame Hölle? So, haben wir hier drin noch was? So, her damit. Achtung, Explosion. Ja, und Achtung, Sturz. Okay. Das war nicht so angenehm. Na gut. Ich meine, ist angenehm, habe ich gehört, dort runter zu fliegen. Dort unten soll es schön warm sein. Hat man mir zumindest erzählt. So, wir gehen dann jetzt erstmal zu dem Ort, würde ich sagen, den wir befestigen sollen, oder? Ja, komm, wir schauen erst nochmal zu dem Lager. Davor aber noch in das Haus hier rein. Vielleicht gibt es da ja noch eine Kiste. Oh, hallo, wer ist hier drin? Hallo, Herr Bienenkopf. Nein, hier gibt es leider keine Kiste. Halte dich für eine wichtige Wetterwarnung bereit. Leider, leider. Kann das sein, manche Sachen hier oben wurden schon durchsucht? Kommt mir nämlich so vor. Matratze. Okay, das ist für eine neue Mission. Wurden aus Gebieten um den Krater gerettet. Uns geht bald der Platz aus. Diese Matratze ist perfekt. Nur ein winzig kleiner Fleck an einem unscheinbaren Ort. Suche noch weitere Matratzen. Sehr gut. Sorry. Nein. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Mal sehen, was es dann dafür als Belohnung gibt. Wir suchen auf jeden Fall mal nach ein paar Matratzen. Gut, das wusste ich nicht, dass ich so einen Auftrag habe. Dann gehen wir halt einfach mal in die Häuser hier rein und lunzen überall mal rein. Ob es dort noch ein paar Matratzen gibt für uns. Dann könnten wir noch den Auftrag jetzt direkt ja machen. Hallo? Wo gibt's denn eine Matratze? Okay, hierdurch haben wir jetzt keine bekommen. Na gut, man kann halt nicht immer eine bekommen. Oh, hallo! Geh bitte zurück, Herr Geist. Hallo, Herr Geist. Du hast keine Chance. Na gut, er hat keine Chance. Aber immerhin, das ist gut für uns. So schwächer er ist, so schneller haben wir ihn tot. Und so schneller wir ihn tot haben, so schneller haben wir diese Aufgabe geschafft. Mit den 50 Nebelmonstern killen. Alles nur ein kleiner Vorteil für uns. Noch eine Koje bereit, belegt zu werden. Such weiter. Wir brauchen noch mehr. 2 von 15 haben wir jetzt. Hier höre ich noch eine Kiste. Gibt es hier einen Keller? Ja, hier gibt es einen Keller. Okay. Dann weiß ich, wo die Kiste ist. Seltsam. Kiste? Gibt es hier vielleicht noch einen geheimen kleinen Raum? Ansonsten würde ich sagen, wir schauen nochmal oben. Ich habe auf jeden Fall hier gerade ganz leise eine Kiste gehört. Seltsam. Ich könnte schwören, ich habe hier eine gehört. Wir gehen mal nach oben. Nee, dann ist hier keine. Dann drehe ich langsam nur am Rad. Das tue ich sowieso. Ich drehe immer am Spinnrad. Haftgranate. Okay, ich wusste gar nicht, dass es die hier auch gibt. Sehen Sie an. Hallo? Ist hier eine Matratze? Darf ich die vielleicht mitnehmen? Oh, vielen Dank. Vielen, vielen Dank.
Da unten braucht jemand Hilfe. Ja, keine Sorge, gute Lady. Ich komme vielleicht gleich mal runter und helfe Ihnen. Aber erstmal suche ich noch etwas anderes hier. Okay, ja. Ich komme ja schon. Keine Sorge, Hilfe ist unterwegs. So, tada. Ihre Rettung ist da. Ich weiß, dass ich spitze bin. Das sagte mir schon damals und heutzutage sagt man mir das immer noch, dass ich spitze bin. Weil ich habe halt auch eine kleine Spitze auf meinem Kopf. So, schön hier noch ein wenig Holz mitnehmen. Der eine Dude möchte, dass wir herkommen. Ja, wir gehen gleich mal zu dem hin. Ich muss aber erstmal meine Sachen hier auch noch machen. Das ist so die Sache. So, nochmal ganz kurz auf die Karte schauen. Davon hätten wir noch so ein Lager und einen Überlebenden. Da gehen wir mal ganz fix hin. Das ist genug, Bluglow. Bau jetzt Verteidigung. Okay, der möchte bestimmt starten jetzt langsam. Vielen Dank nochmal für deine Hilfe. Los geht's. Du hast 5 Sekunden Zeit. Ja, der will starten. Okay, wir gehen gleich zu dem. Wir machen nur noch das Lager hier. Anderer Lager würde ich eigentlich danach auch noch machen. Würde sich halt lohnen. Einfach wegen dem Zeug, was man hier bekommt. Ja, lass uns schnell noch zu dem anderen Lager. Ich hoffe einfach mal, das schafft das. Jetzt zu verteidigen. Na gut. Ich frage mich sowieso schon wieder. Level 19 und Level 20. Was machen die in so einer Mission? Die Mission ist, glaube ich, auf Level 30. Oder so. Ich weiß gerade gar nicht, auf welchem Level die Mission ist. Aber ich glaube 30 war das schon oder 40. So, her damit. Sehr gut, hat sich doch gelohnt. Ein paar Mechanikteile. Ja, ist doch ganz nett, was wir jetzt hier durchbekommen haben. So, dann gehen wir mal ganz schnell zu denen hin. Zu den kleinen Eierköpfen dort hinten. Ich bin natürlich der Obereierkopf. Eigentlich nicht. So, was wir den hier wegmachen. Der hat aber irgendwie auch gar keine Chance gegen unsere Shotgun. Wenn man sich das mal so anschaut hier. Die bolzt einfach schön rein und er plumpst um. Wunderschönes Tor hier. Könnt ihr hier lang spazieren, die Hüllen. Sowas ist aber freundlich. Macht nicht jeder für Hüllen. So, jetzt nehme ich erstmal die Waffe hier wieder. Einige wissen es ja von euch, das ist ja eine so von meinen Lieblingswaffen. Die hier. Ich weiß nicht, ich feiere die Waffe einfach übelst. Die hat ja so einen Doppellauf und so.
Gefällt mir halt einfach richtig gut. Ich werde aber hier wahrscheinlich irgendwann nochmal das Elementareffekt-Dings ändern. Und zwar möchte ich hier nämlich Blitz raufhauen. Aber die Waffe hat auch einen richtig coolen Sound, finde ich. Gefällt mir echt, echt gut gefällt mir das Ding. Genauso wie die Shotgun hier, die ich habe. Die ist auf jeden Fall sehr praktisch so für mehrere Gegner, die auf einen Haufen sind. Oder halt für etwas stärkere Gegner, zum Beispiel so eine Art Mini-Boss oder so. So einen kannst du damit halt gut weghauen. Minuten 50 noch. Mal sehen, vielleicht ändert ja der Sturm hier nochmal seine Richtung, aber ansonsten gerade eben klappt das eigentlich. Was macht der eigentlich hier? Wunderschön, ein wahrer Künstler. Ja, das ist wirklich ein wahrer Künstler. Mehr kann man zu dem Kollegen nicht sagen. Ja, er ist auch ein wahrer Künstler im Bauen. Nicht mal viel Metall oder so nehmen, Hauptsache einfach Holz hinklatschen. So, kurz diesen Move hier reinmachen, zack. So, diese eine bräuchte etwas Heilung. So, zack, die heilen wir mal. Hier hinten ist ein Nebelmonster, oder? Ich habe hier doch gerade eins gehört. Herr Nebelmonster, wo sind Sie? Ich sehe Sie nicht. Okay, aber jetzt höre ich Sie. Und sehen tue ich Sie auch. Okay, der Atlas braucht Hilfe. So, weg mit euch. Lass mal hier zubauen schnell. So. Das machen wir mal hier hoch. Zack. Und das kleine Wesen hier weg. So. 31 von 50. Okay. Ja, den Auftrag haben wir ja fast geschafft hier. Mit den Nebelmonstern ausschalten. Ich merke aber schon, hier kommt ab und zu ein Gegner durch. Das ist nicht so geil. So. Sehr gut, das haben wir auf jeden Fall geschafft. Gut, die letzten 30 Sekunden sammeln wir einfach nochmal ein bisschen Holz. In den letzten 30 Sekunden schaffen die es eh nicht mehr.
Da halten auch diese kleinen Holzwände die ruhig noch auf hier. Gut gemacht, Kommandant. Sehr schön. Gewonnen. So, mal sehen, was wir jetzt hier bekommen am Abschluss. Ich habe nämlich gar nicht so drauf geachtet, was wir hier bekommen. Auf jeden Fall brauche ich wieder mehr Skizzen-EP und so. Das ist aktuell sehr wichtig für mich, denn ich möchte meine ganzen Waffen viel höher leveln. Aber ich glaube, ich brauche 10.000 oder so Skizzen-EP immer für ein Upgrade. Wenn ich das richtig gesehen hatte beim letzten Mal. Weil meine Waffen schon so hoch sind vom Level. Zumindest meine Favoritenwaffen. An sich habe ich ja sowieso größtenteils nur noch goldene Skizzen. Außer ein paar lila, ne? Die halt von ein paar Events noch sind. Zum Beispiel Horde Bash und so. Diese allerersten Events von Fortnite. Ich glaube, das war sogar das allererste Event, was es bei Reddit die Welt gab, Hordebech, wovon ich ja noch ein paar Skizzen habe in Lila. So, wir schauen mal kurz, was hier bei Expedition. Wir schicken einfach mal ein paar Leute auf eine Expedition, würde ich sagen. So. Nehmen wir einfach mal. Ja, nehmen wir dich. Dich. Und dich. So, weg mit euch. Auf zur Expedition. Und hier machen wir auch noch mal eine, oder? Nee. Die lassen wir mal eher sein. Nehmen wir die vielleicht? Nein, die können wir nicht nehmen. Schade. Aber die können wir nehmen. Gut, schicken wir dich. Dich. Und naja, die zum Beispiel. Das ist ja auch einer von meinen Lieblingsskins in Battle Royale. Die Marodeurin. Die ist zum Beispiel auch von dem allerersten Event Horde Bash. Das nette Fräulein hier. So. Expedition starten. Sehr schön. Hier könnten wir an sich mal noch welche hochleveln und etwas ändern auch bei dem Zeug. Und da würde ich aber auch sagen, Leute, beenden wir hier an dieser Stelle das Video. Wem das Video gefallen hat, der kann sehr gerne wie immer eine Bewertung dalassen. Auch gerne einen Kommentar schreiben und mich weiterempfehlen. Das war's. Haut rein und tschüss.